Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Jurassic Planet. Beim letzten Mal hatten wir ja schon den Park, also den Jurassic Park 1, soweit erkundet. Es gibt ja hier verschiedene Spielmodi. Das hier hatten wir gemacht, Jurassic Park 1. Der ist leider noch nicht verfügbar, also der zweite Film. Aber es gibt noch einen coolen Survival Mode, in dem wir heute reinschnuppern werden. Und wir werden uns heute auch den Showcase Room angucken. Ich bin sehr gespannt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt als allererstes hier in den Survival-Mode. Ah, wir haben sogar eine Mission. Wir sollen wohl irgendwelche Daten wiederfinden und zerstören, bevor eine andere Firma namens Biosyn an diese Daten gelangt. Hier stehen auch nochmal genauer unsere Ziele. Wir müssen die Basis ausfindig machen, den Generator wieder anschalten und dann den Download starten von diesen Ingen-Daten. Und dann sollen wir warten, bis der Download complete ist, also bis er fertiggestellt ist. Ich bin sehr gespannt, wie wir das Ganze jetzt hier machen, wie wir uns verteidigen können gegen die Dinosaurier und. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir von Dinos angegriffen werden. Oh, wir haben eine Waffe. Holy shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben halt einfach ein Maschinengewehr oder sowas. Survival Mode, Jurassic Planet. Ja, wir sollen erstmal die Basis finden. Das ist ja gruselig. Vielleicht kommen hier so Raptoren oder so. Ich sehe das schon. Ein Dinosaurier-Shooter ist auch mal was ganz Neues. Habe ich, glaube ich, so auch noch nie gespielt. Kann man auf die Dinger schießen hier? Die hat ganz schön Rückstoß, die Waffe. Oha. 800 Schuss haben wir unten rechts. Ja, die Dinger explodieren aber nicht. Ach, hier ist schon die Base. Oder? Ich glaube, das Objective hat sich gerade geändert. Halt mal lieber nach. Sind wir hier in der Basis schon? Ich habe absolut keine Ahnung. Sieht aber irgendwie nach irgendwas Unfertigen hier aus, nach einer Baustelle oder so. Dinosaurier sehe ich auch noch nicht. Ja, wir sollen einen Generator finden. Der könnte ja sogar hier auf der Baustelle irgendwo sein. Oh, da. Tatsächlich ist er hier. Gestartet. Okay, wir sollen den Computer finden. Was soll denn hier ein Computer bitte sein? Vielleicht müssen wir weitergehen, oder? Aber macht das Sinn? Ich meine, wir sind ja hier in der angeblichen Basis. Wie er aussieht wie eine Baustelle. Dann erkunden wir mal ein bisschen. Schauen mal, was uns hier im Dschungel erwartet. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Ja, im Dschungel habe ich jetzt soweit nichts gefunden. Also es muss irgendwo hier sein. Der Computer. Kann übrigens auch mit Rechtsklick noch ein bisschen genauer zielen. Dann verzieht ihr nicht ganz so doll die Waffe. Aber ich habe auch noch keine Dinosaurier gefunden im Dschungel. Könnte der sein? Ah, lol, hier ist einer. Das ist der tatsächlich. Was ist das denn? Der ist ja richtig oldschool. We make your future. Booting. Er startet. Irgendwas passiert doch hier gleich. Okay. Wo habe ich mich erschreckt? Fatal Error. T-Rex kommt. Was denn jetzt? Oh Gott. Die Musik startet. Was zur Hölle? Irgendwas passiert. Ich sehe aber nichts. Wo ist Rex? Oh mein Gott. Da kommt was. Oh Gott, es kommt hier hoch. Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben ihn. Triceratops. Alter. Okay, das war gerade echt gruselig. Oh, wie er fliegt. Was zur Hölle? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt mit Rexy gerechnet. Noch einer. Das ist ja genial, wie die fliegen. Oh mein Gott. Yes, wir sind die Besten. Kommt der jetzt immer mehr oder was ist hier los?
Okay. Ich weiß halt nicht, wie lange wir das durchhalten müssen. Und den Kopf ist, glaube ich, gut. Obwohl der eigentlich gepanzert sein müsste von vorne. Kommen aber immer mehr. Oh mein Gott, ich bin auf ihm drauf. Oh, geh weg. Oh Gott, was passiert? Okay, er ist tot. Es kommen immer mehr. Oh shit. What is happening? Ich glaube, die kommen da nicht durch, Leute. Ja, der hängt fest. Okay, jetzt kommen immer mehr. Soll ich mal warten, bis hier noch mehr kommen? Oh, jetzt kommen richtig viele. Aber die kommen da nicht durch. Ich glaube, ich bin hier sicher. Was geht hier ab? Ich frage mich, ob auch noch andere Dinosaurier kommen. Wie die fliegen, ist so geil. Oh mein Gott, das ist nice. Flieg! Ah, schade. Das ist so geil. Ja, die Physik-Engine ist ja mega lustig. Was passiert denn, wenn ich da jetzt reinjumpe? Komm, wir gehen mal runter. Hä? Hallo? Hallo? Oh Gott, er greift an. Schieß! Oh Gott, sie greift mich an. Oh Gott, ich falle einfach nur noch rein. Oh, hier sind überall welche. Alter, ich höre nur ohne Ende Fußstapfen. Eine Million Triceratopse geht auf mich los. Bräuchte eine größere Waffe mit mehr Munition im Magazin. Hier sind auch noch welche. Oh shit. Da fliegen sie. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr weg. Lass mich hier rein. Oh ja, wir haben es. Wir haben es. Okay, perfekt. Wir sind beim Computer. Aber immer noch failed. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Das ist ja... Es werden immer mehr. Geil. Oh, wie er fliegt. Klatsch. Da liegt er. Ich glaube, ich warte mal, bis es... Oh Gott. Bis es mega viele sind. Schaut euch die Masse an. Aber guck mal unten rechts. Wir haben da auch so Granaten. Wie kann man die denn werfen? Das würde ich gern wissen. Das sind so Granatensymbole. Oh, Semi können wir auch einstellen. Burst. Okay. Also wir können auch die Waffe umstellen. Also das ist mega witzig. Aber ich würde gerne die Granaten werfen. Wie schmeißt man die? Ah, hier. Auf G. Oh ja. Was passiert jetzt? Okay. Die scheinen aber nicht so viel Schaden zu machen. Machen wir hier mal eine rein. Oh, bisschen... Ne, die ist nicht so weit. Die ist perfekt. Okay, die macht ja gar keinen Schaden. Das ist ja lame. Schade, ich dachte, die fliegen jetzt so richtig geil weg hier. Genau so. Einfach reinhalten. Immer feste drauf. Egal, ob das mein Lieblingsdino ist oder nicht. Wir haben Tollwut. Oh Gott, auf mich fliegt er. Der Angriff von dem, er wieder rumschnörkelt. Okay, wir sind out of ammo. Aber der Download hier geht, glaube ich, auch nicht weiter. Ich glaube, das ist einfach so ein Endlos-Mode. Einfach so ein kleiner Fun-Mode. Ich habe mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt, aber ich finde es sehr witzig. Was ist jetzt? Ach, jetzt sind wir gescheitert. Unser Leben war jetzt weg. Okay. Das heißt, hier kann man einen Highscore sammeln. Verstehe. Dandy. Mit Score 450. Machen wir das doch mal. Yay. Position 39, gar nicht so schlecht. Okay, das war der Survival Mode. Ich habe mir wirklich was anderes vorgestellt. War schon witzig, so ein Shooter. Da kann man sicherlich auch einiges draus machen. Schauen wir uns jetzt mal zu guter Letzt den Showcase Room an. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Ah, hier können wir uns die Models und sowas angucken, von den Dinosauriern, so wie es aussieht. Board Explorer. Ah ja, cool.
Ah, hier kann man sich dann halt wirklich nochmal alle Models genau angucken. Der Ford Explorer ist halt wunderschön, ne? Kannst auch gerne mal die anderen Sachen noch angucken. Deep Wag, da gibt's auch. Warum sind die jetzt rot? Auch wunderschönes Model, ne? Kann man nicht anders sagen. Steht denn da am Weg? Ach, der Scheinwerfer. Ja, richtig nice. Was haben wir hier noch? Ah, das ist der... Ah, jetzt verstehe ich, welcher Jeep das ist. Der mit dem Dach, das ist der, den Dennis Nedry fährt, wo er von dem Dilophosaurus dann verspeist wird. Weil da regnet es ja so doll und da hat er dieses Dach. Hier steht es nämlich auch. Jeep Wrangler Nedry. Mit Ceratops. Oh, hier können wir jetzt gucken, ob wir Herrn Dino nicht gesehen haben. Den Gully haben wir nicht gesehen beim Erkunden. Den Ceratops haben wir natürlich gesehen. Sieht so aus. Haben wir ja gerade zu Genüge gegen gekämpft. Dann haben wir als nächstes den Gallimimus. Den haben wir nicht gesehen. Oh, cool. Schade, dass wir den übersehen haben. Ärgert mich ein bisschen. Der sieht aber nice aus. Ganz schön groß, ne? War der Gully so groß? Der ist ja größer als ein Triceratops, wenn ihr mal guckt. Dann den Brachio haben wir auch. Der ist sogar zu groß, da sehen wir nicht mal den Hals. Ne, wir können auch nicht so hochzoomen oder rauszoomen mit der Kamera. Das ist das Maximum. Aber schöner Körper hast du. Dann haben wir den Stego. Den haben wir auch ganz natürlich gesehen. Der hat uns ja auch fast angegriffen bei der Besichtigung. Falls ihr die Besichtigung von dem Jurassic Park 1 noch nicht gesehen habt, das Video ist für euch unten in der Videobeschreibung. Mega cool, die Models. Sehen echt nice aus. So, und dann haben wir noch The Goat. Die Ziege. Die ist auch voll groß. Ich glaube, die Größenverhältnisse hier im Showcase-Room sind nicht so richtig. Die Ziege wirkt viel zu groß. Irgendwie schon, oder? Wenn man das so vergleicht. Ziege, Stego. Ja, die Ziege ist halt fast genauso groß wie der Stego. Pteranodon haben wir auch noch. Oh, jetzt sehen wir ihn nochmal vom Nahen. Der ist ja auch cool. Mit dem riesen Schnabel an. Die haben wir ja sonst nur vom Weiten gesehen, wie sie geflogen sind. Auch richtig gut aus. Ich glaube, viel mehr haben wir hier gar nicht zu entdecken. Ja, die Steuerung habe ich soweit auch gemacht. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich dann von diesem Video von Jurassic Planet. Das Spiel ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst allerdings einen Discord beitreten, wenn ihr das Spiel runterladen wollt. Ich hoffe, dieses Video hat euch eine Menge Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.